machen vielleicht noch so eine halbe Stunde übrigens, dass ihr... Ah, ich habe mich... Ich habe mir gerade selbst wehgetan, Entschuldigung. Au. Ja, damit ihr das schon mal wisst. Ich habe hier gerade einen Timer, oben links. Also kein Timer, ich sehe meine Live-Zeit, das klang auch schmerzhaft. Ich möchte auch nicht mal beschreiben, was ich gemacht habe, weil dann sonst denkt ihr euch auch nur so, ah! Deswegen halte ich da einfach den Mund. Hallo? Wie schmeckt dir das Silber? So. Nice, ja, noch eine halbe Stunde nur zuschauen, bin gerade fertig geworden mit den Outlines. Nice! Ach, da sind noch mehr. Kuckuck! Hallöchen! Oh Gott, du bist groß. Au! Du machst Schaden. Au! Warum macht hier alles so Schaden? Entschuldigung! Entschuldigung! No! Hihihi! Hagrid hätte dich sterben lassen sollen. Nur weil du... Ah! Gott, das Vieh ist riesig. Nur weil dein Vater Aragog ist, heißt nicht, dass du dich hier so aufführen darfst. Schnell 30 Hühnerbeine essen. Keine Sorge, sind Hühnerbrötchen. Alles gut. Sind die vielleicht... Eier oder sowas, die ich entfernen müsste? Ah, oh, da hinten sind noch mehr. Oh, das geht doch nicht gut. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt in Kram rumlaufen, der keine Großmeisterrüstung ist. Ich finde es so lustig, ich würde die Zeichnung just, was? Ich würde die Zeichnung lusttechnisch beenden können, aber im Mühenzustand würde ich keine Skizze weggradieren. Das ist eine sehr kluge Entscheidung. Ach, der ist immer tot. RIP. RIP die Person, die da liegt. Eier und Äpfel. Nein, Nicht schlecht. Ich find's gut, dass Geralt der Spinne sagt, ja, nicht schlecht, Mate. Nicht schlecht. Wobei, wenn das wirklich die Kinder Aragog sind, dann sind die klug genug, mit der menschlichen Sprache umzugehen. Jesus Maria Christus. Muss es unbedingt diese Höhle sein? Ich werde mich aber auch mal hinlegen. Gute Nacht, Lynko. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Sind wir jetzt hier wieder am Anfang? Oder ist das ein anderer Ausgang? Muss man sich beim Radieren so konzentrieren, oder wie? Beim Zeichnen? Ja. Ich kann irgendwie verwehrst es, dann bin ich sad. So, ich bin der schnellste Looting-Finger im Westen. Ich bin halt wirklich... Oh, der hatte Pilze dabei. Ich bin halt wirklich echt gut im Button-Mashing. Holy fuck. So... Das ist so ein Trivia-Effekt über mich. Button-Mashing kriege ich hin. Tyrion, du kennst ja Lönser, ne? Bei Castle Crashers, das habe ich ja damals mit Raven und Lönser gezockt, gibt es so einen Button-Mash-Herausforderungsmodus quasi und da habe ich Lönser jedes Mal vernichtet. Einfach weil ich besser bin. Ich zeichne wirklich nur, wenn ich zeichne, dann zeichne ich nur mit Bleistift. Dementsprechend gehe ich da auch immer sehr vorsichtig mit dem Radieren um. Wobei ich auch nie so fest aufdrücke, dass irgendwie alles problematisch sein könnte. Und dann gehe ich im Nachhinein, wenn ich halbwegs zufrieden bin, mit Kuli drüber. Gibt es was Neues? Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Ich wollte was kaufen. Vielleicht auch was verkaufen. Dein eigenen Wein, den ich dir aus der Höhle geklaut habe. Aber im anderen Mal hast du nicht so gut wie ich drauf. Das ist eine Lüge.
Ich habe dich gewinnen lassen, damit dein Ego nach den Gigante-Temps nicht komplett kaputt ging. Er hat nicht so viel Geld, er hat aber eine Menge Runensteine und so einen Schmarrn. Und er hat mal Karma-Schnaps, aber mir egal, was er hat. Tschüss. Ich mach mich wieder auf den Weg. Bis dann. Tüdelü. So, So, wir warten mal eine Stunde, damit ich meinen Kram wieder aufgefüllt bekomme. Und mein Ego ist das Größte an mir, also keine Sorge. Na, dein Herz ist größer. Fuck diese Quest. Da, töte die Monster, die... Wo war jetzt? Da hinten war der, genau. Die direkt die Frage, wo ist der Schnellreisepunkt? Ah! Außerdem hast du einen riesigen Dick. Das Rollen und Wegrennen eben im Kopf hat richtig Anja Nat Vibes. Also ich hatte mir es spätestens in Monster Hunter angewöhnt, immer die Rollentaste zu spammen. Nein, nicht das Schwein, Dafür musst du mir jetzt auch subben, Tyron, dass ich dir so ein Kompliment gemacht habe. Ich freue mich schon so sehr auf Iceborne, wenn wir das für den PC bekommen. Anfang nächsten Jahres, RIP. Aber ich habe gehört, dass das Spiel halt schwierig, also dass es wohl im so ab der Hälfte des Master Ranks richtig gut anziehen soll und darauf freue ich mich schon. Rollen, das ist Leben. Und der Superman-Dive. Ich wünschte, man hätte einen Superman-Dive in Witcher. Das wäre super. Also der Superman-Dive ist somit das Besteste. So, hallo. Was zum Feudel bist du? Hallo. Schaut. Ach, das ist hier Pipi-Wasser oder so. Das steht ganz komisch, das Wasser. Ja! Das. Hört ihr das? Da ist kein Wasser. Man hat da irgendwas falsch gemacht. Das Wasser ist schräg. Super. Oh nein! Wirklich Gargoyles? Wirklich? Okay. Widerliche Gegner. Einfach weil sie aus Stein sind. Da ist noch einer. Ich nutze meine Katze. Da sind Tränke. Das ist meine Katze. So, easy. Wobei, Gargoyle-Loot ist gar nicht mal so bad. Jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Da unten ist auch noch eine Kiste, die wir mitnehmen können. Jetzt das Bild halb fertig und ich will nicht bis zum 28. war, bis ich beschenke. Ah! Oh, ist knuffig von dir. So, jetzt sollen wir hier entlang schwimmen, vorsichtig. Loot ist immer gut. Das ist wahr. So, da ist noch eine Truhe. Truhe. Sagen wir hier ran. Boop. Ach, das war mich.
So, dann reißen wir die Goldklumpen aus der Wand. Was ist auftauchen? Doch, B. So, hier hoch. Mehr Silber, das reißen wir auch aus der Wand mit der bloßen Hand. Ich meine, Skyrim hatte immerhin eine Animation dafür. Ey, warum hat man das jetzt nicht gehört? Tyrant, vielen lieben Dank für deinen Sub. Und damit für 3 Monate. Treue, das Krönchen steht dir hervorragend. Was machst du da, Geralt? Stopp! Warum hat man das jetzt nicht gehört? Warte. Geralt! Come on! You can do this! Stay positive! Ich krieg so viel. Dann halt nicht! See if I care. Dann gehen wir hier raus, wie Plebs. Jetzt komm bitte, danke. Keine, zwei, manchmal haben sie ihre Tage. Das ist wahr. Und das verstehe ich nicht. Aber ich glaube, Streamlabs hatte vor kurzem wieder ein Update. Dann verstehe ich das doch. Es stellt sich an wie mein Vibe in Monster Hunter. Nur die Kante hoch. Nur die Kante! Achso, ich weiß jetzt gerade nicht. Ich glaube, das wäre ein Spoiler für dich. Also ganz kurz weghören, Kaitos. Hast du mitbekommen, Tyrion, dass man in Iceborne sich die Deko-Rüstung craften kann? Der Trick ist kein weiblichen Charakter. Ich würde so gerne meinen Charakter wieder auf weiblich umstellen. Was soll's? Ist es vorbei? Ist es geschafft? Ist die Luft rein? Hast du es geschafft? Ja, alles erledigt. Ha! Und da heißt es, Hexer wären Tagediebe und Schmarotzer. Schwachsinn! Das Lager ist spätestens in 2 Tagen fertig. Und ab sofort kriegst du alle meine Waren billiger. Von jeder Rüstung? So wie ich das mitbekommen habe, ja. Tyrion? Müsste man vielleicht nochmal explizit nachgoogeln. Aber Zombie hatte wohl... Na, also der macht momentan Iceborne als Projekt. Der hätte wohl sich Rüstungen machen können, die er nicht erspielt hat. Ne? Nice. Was bietest du an? Ich würde es mir gerne mal ansehen. Wein und Käse und Trauben. Und was ist das? Ist es eine Pflaume? Ist das ein Apfel? Nee, es ist eine Pflaume. Bis dann. Bis dann. So, okay. Ja, wieder ein glücklicher Weinhändler. Das war komplett das falsche Menü. Söchen, Popöchen. Schreibt, wenn die Spoiler rum sind. Achso, Spoiler sind oben. Kannst du das mal kurz Kaito schreiben, Tyrion? Ich probiere auch noch mal ganz kurz was aus, was anderes, so. Wenn ich jetzt hier hingehe und die Alertbox. Jetzt habt ihr da einen weißen Kasten, okay. Geht der weiße Kasten jetzt auch wieder weg? Wait! Was soll das jetzt? Laugh like a hyena, and friends will gallop to your side. Da hast du auf jeden Fall schon mal dein Alert. Jetzt probiere ich mal was anderes aus. Laugh like Aha! a hyena, and friends will gallop to your side. Got it, ich hab's gefixt. Ich bin ein wahrer Informatiker. Ich hab's verschlimmbessert und dann repariert. So, Questmäßig habe ich, also so ziemlich, haben wir gar nicht mehr allzu viele Nebenquests sogar. Also,
vielleicht sind hier noch mehr von diesen Quests im Sinne von, du läufst irgendwo entlang und dann hast du Plätze. Dann kriegst du halt noch ein paar Quests aufgequatscht. Oh Gott, damit. Komm ran hier. Komm schon. Ist das ein anderer Name für deine doofe Partnerin? Die doofe Partnerin heißt schlechtes Questbrett. Oder so nenne ich sie zumindestens. So, komm. Wir müssen nicht galoppieren. Wir können einmal ganz gemütlich. Das wäre Nörgelkante. Was machst du da? Ey, du warst auf Autopilot plötze. Come on. Nee, mach nicht langsam. Mach vernünftig hier. Doofes Pferd. Das Schlimme ist, oder ich weiß es nicht, die Nörgelkante ist halt auch noch immer in Iceborne vertreten, also du wirst hier nicht los. Oh, stopp, steig ab! Au. Können wir nur mal drüber reden? Ich wusste nicht, dass das, was machst du eigentlich hier? Weißt du, so... Ich denke mir so nichts bei und dann plötzlich so, ach, möchtest du gegen 500 Dudes gleichzeitig kämpfen? So, jetzt wuben wir uns einmal durch. Ich muss mich mal ganz kurz um die Fernkämpfe kümmern, weil die haben alle ganz doofe Eigenschaften. So, bei mir und meinem Kumpel heißt sie, kann ich dich nicht muten? Also ich habe einen Kollegen, der findet die voll toll. Der mag die. Achso, Geralt muss ich jetzt natürlich hinknien. Aber sonst sind alle anderen eher so der Meinung, die ist doof. Was ich nachvollziehen kann. Ich persönlich mag sie auch nicht. Ich finde, sie ist ein schrecklicher Charakter. Heißt der Kollege Kev? Ja. Du hast uns Frieden gebracht. Und selbst unsere Damen sind viel williger. Tausend Dank, Weißhaar. Okay, ich habe ihre Damen williger gemacht. So, wir haben eine Zwiebel gefunden. Wir haben etwas gefunden, das wie ein Oger ist. Gestern kommt wir nach einer Mod gesucht, den zu entfernen. Der hat eine Mod gefunden, den wir liebevoll unseren schlimmsten Albtraum nennen. Die macht das jeder NPC, die ihr Gesicht hat. Uff. Uff. Was mir geholfen hat, ich habe einfach die Befehl notiert auf einem Stück Schweinehaut. Ich habe die Sprache auf Monster Hunter geändert. Also die Synchronisation. Der Auftrag ist einfach. Ihr durchkämmt die Lagerhäuser an den Freien Docks, ihr nehmt alle Viktualien mit, die ihr kriegen könnt und kommt to Sui zurück. Obacht, dort treiben sich jede Menge Knappen und Wachen der allerstinkendsten Wachtel herum. Der allerstinkendsten Wachtel, nice. Kann man ihr Gesicht auf einen Großjagd ausklatschen? Oh nein, schon wieder so ein Flüchtling aus dem Norden. Warum bist du hier? Du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber ich habe dir gerade den Arsch gerettet. Ja, ja. Aber sicher nicht ohne Belohnung im Sinn. Wetten? Ich kenne euch doch. Na klar. Und zwar eure gesammelten Almosen. Aber erst würde ich mir gern deine Waren ansehen, wenn ich darf. Hm. Na schön. Aber nichts anfassen. Und du berappst den vollen Preis. Verstanden? Im Norden waren schon alle Wichser. Warum muss jetzt Mr. Babyface auch noch einer sein? Oder Vespoiden. Fliegende Käfer mit nervigen Gesichtern. Gibt eine Mod, wo sie dann stumm ist, aber dann müssen wir uns mit Vortex auseinandersetzen und das ist dann uns nicht wert. Uff. Auf Japanisch soll sie sich auch ganz liebreizend anhören. Nordlinge.
Was stört dich so an ihnen? Abgesehen davon, dass sie allesamt Diebe, Lügner und Schmarotzer sind? Gar nichts. Ja, guck mal, das schaut aus, als wäre er 12 und 40 gleichzeitig. Zeig mir deine Waren. Ich fasse auch nichts an. Kimochi. Kimochi Tairin Senpai! Sollen wir ganz kurz meinen Kram reparieren? Ja, und dann. Es wäre halt traurig, diese Waffen auseinanderzubauen, aber das Demeritium-Erz wäre halt irgendwann wichtig für mich. Nun dann, tschüss. Ich muss los. Bis dann. Fatten Affe. Klötze, wo bist du? Ach so, da. So, gehen wir mal ein paar Meter zurück und rufen Klötze jetzt nochmal. Warum kannst du nicht Jolly Jumper sein? So, geht doch. Man soll Textmessages anpassen können. Warum kann man ihre Lines nicht anpassen? Mir tut's ein bisschen für die Synchronsprecherin leid, ne? Bitte nicht so sprinten. Heute hat mich eine von NA auf einer Leak-Seite. Was? Warum? Was hast du angestellt? Hast du auf NA einen Account gemacht und gefeedet, oder wie? So, Retourmarsch. Ach, guck mal! Ist denn das die Möglichkeit? Weiter so, Plätze. Der Hof wird langsam besser. Hier. Warum kannst du nicht schiefrig sein? Bei der Partnerin hört das immer. Ich habe erstmal gefragt, warum. Nee, die Seite ist zum Spieler finden. Okay. Ist eine gute Frage, die man sich da beantworten kann. Warum ist immer eine gute Frage? Vielleicht hat sie... Achso, habe ich dir das erzählt? Ich habe mit Not League gespielt. Und, also mit Not und You. Und irgendwann schreibe ich so einen Dude an. Ey, bist du XYZ? Und da hat mich jemand aus meiner Schule wieder erkannt. Also, ich bin mit jemandem zur Schule gegangen, der hatte den gleichen Usernamen. Warum lasst ihr mich nicht alle? Das hätte ich nie erwartet. Ich habe den Dude nicht geaddet. Das klingt jetzt sehr gemeint, aber ich habe jetzt nicht allzu viele positiven Erinnerungen an ihn, wenn ich an die richtige Person denke. Vielleicht denke ich auch einfach an die falsche Person, das kann auch gut sein. So, einmal hier entlang. Oder auch nicht. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Das Navi scheint sich auch nicht sicher zu sein. Good job, Plätze. Good job, ich bin stolz auf dich, mein Pferdi. Langsamer. Selbst meine Katze ist hilfreich, weil die platziert die Vitalwespe neben dem Monster, während ich vergiftet und verwirrt am Sterben bin. Ah, das ist doch das Beste, was die Katzen machen können. Nicht so schnell, Plätze. Langsam. Was ein hässliches Bild, Mate. Für den warst du sicher, der Typ mit dem Amoklauf getrifft. Nee, er war sogar bei der Parallelklasse gewesen. Dementsprechend, Ach, ja, okay, doch, vielleicht auch, keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich am Ende meiner Schullaufbahn als Ruf weg hatte. Ich glaube, es ist auch besser so, dass ich das nicht wusste. Komm jetzt. Warum möchte mein Navi mich in die andere Richtung schicken? Was ist falsch hier? Ich meine, aber der Palico ist halt wirklich hilfreich. Ich habe irgendeine Kreuzung bei Duntyn.
Auf jeden Fall bin ich sie gefragt, ob sie mich geedet und wenn sie doch in der Nähe ist. Nee, was hat sie geschrieben? Hau raus. Jetzt hast du mein Interesse geweckt. Peter Patte Fluss. Peter Patte. Achso, hier habe ich das schon gemacht. Ach, die Brücke ist noch intakt. Weil du cute bist. Also, warte, hast du da ein richtiges Bild von dir reingesetzt, oder was? So ist gut. Plötze, bitte. Lauf, Plötze. Oder warum sollte sie wissen? Oder ist es, vermutlich ist es einfach ein Scambot? Was für große kaputte Bäume. Hier von einem Model aus dem Internet. Uff. Ich meine, du bist ein Model aus dem Internet. Genauso kaputt wie die Käfer. Oh, das Monster fliegt rechts hoch. Geh mal links den Weg runter. Ah, Spähkäfer. Ich liebe sie. Großartiger, Kram. Dann warst du überfordert. Hallo, überfordert. So, genau, jetzt sind wir hier wieder. Da, wo alles mit dieser Quest angefangen hat. Wie frech ist denn da, ne? So, wo sind die Spuren jetzt? Achso, genau, hier ist Arüme. Hier hat jemand Kaffee gebraut. Wo ist die... Verzeihung! Es rötet hier, ach, da hinten. So, zwischendrin finde ich das sehr schwer zu erkennen. Aber noch immer besser als manch anderer Effekt in diesem Spiel. So, durch ganz viel... Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Graf Boistel, sag mal, jetzt so, wo warst du die letzten zwei Wochen? Blutflecken. Eindeutig. Müssen wir jetzt, ach so, noch mehr Blut? Ah! Okay. Das Ding hat seine Tage. Ach, das ist eine dumme Pflanze. So, ach, da blutet es weiter. Schön, dass mir der Kreis nicht mehr folgen möchte. Ah, da. Kein Ketchup, uff. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Auftrag der Böttcherzunft. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Tanninfässer kann ich bestätigen, dass die offizielle Zunftroute nach wie vor über das Land von Graf Di Salvaris führt. Die Zunft sieht keine Notwendigkeit, von dieser traditionellen Route abzuweichen, da der Graf sich verpflichtet hat, für alle Schäden aufzukommen, die der große weiße Schrecken anrichtet. Selbst bei Verlust der gesamten Ladung entsteht der Zunft kein finanzieller Schaden. Nun, sackt, wenn ich du wäre. Ah, hier ist wieder Geruch. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimmen? Na, Blut aus Blitz. Das Spiel ist voll brutal, ey. Da liegt ein Verblut auf dem Boden. Das darf ich gar nicht sehen. Schweißfüße. Ich meine, der Stream ist ab 18, also selber schuld. Das hört sich ein bisschen an wie aus der Sesamstraße. Miep, 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 miep. Jamor Ovri, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen.
Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Warum seht ihr alle so aus, als wäre die... euer Vater, euer Bruder? Oh, Village Haudegen, da gibt's ein Band von. Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Bohold, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Bohold hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Danke, danke. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocasta in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister? Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Das Monster muss sterben nehmen, wir sollen ihn mal so... Oh nö, das ist eine... Das Monster... Das Monster muss sterben. Wir arbeiten zusammen. Dann dürfte es schnell gehen. Nach allem, was ich dir über Jocasta gesagt habe, willst du sie umbringen? Oh, das wirst du noch bereuen. Ich kenne viele Leute. Ich sage allen, dass du das letzte Exemplar einer aussterbenden Spezies erschlagen hast. Tut mir leid, Meister Di Salvaris. Naja, eigentlich nicht. Monster bleibt Monster, ob nun silbern, golden oder kariert. Vorletztes Exemplar, letztes Exemplar, einerlei. Es ist ein gefährliches Raubtier, das Menschen tötet. Mehr muss ich nicht wissen. Kräuterkundler, Alchemisten, mein Bekanntenkreis ist groß. Sie werden dich hassen. Ich sage ihnen, was für ein herzloser Grobian du bist, der sich keinen Deut um die Natur schert. Du wirst Mondpreise für ihre Waren zahlen. Nein, noch mehr! Kann mal jemand diesen Edelling knebeln? Also, Meister Hexer, wie wollen wir den Abschaum nun angehen? Wir haben Armbrüste. Sollen wir das Monster damit spicken, während du das Schwert schwingst? Oder wollen wir alle gemeinsam in den Nahkampf ziehen, mit dem Schwert in der Hand und Feuer im Herzen? Entscheide du. Du bist am erfahrensten. Ich fühle mich schlecht. Ich will neu laden. Ich will, dass Jocasta lebt. Nahkampf und Jutsu. Aber dann... Jocasta tötet halt. Aber dann auch wieder... Es ist halt ihr Gebiet, ne? Komm, wir resetten. Wir gehen gemeinsam ran. Bleibt mir nur aus der Reichweite meines Schwerts. Also gut, Männer. Der Spezialist hat gesprochen. Das ist ja alles schön und gut, aber das Monster ist nicht in seinem Nest. Wir müssen es erst aufspüren. Nicht unbedingt, Hexer. Wir haben uns vorher schlau gemacht. Die Kaufleute benutzen Gerbstoff, um die Eidechse anzulocken. Warum tun wir nicht dasselbe? Schön, wie das Gebäude über seine Schulter rein und rausflackert. Dabei? Natürlich. Hier. Willst du es verteilen? Schlau gemacht? Ich denke nicht. Ich will zumindest einmal ganz gerne Jocasta sehen. Jocastas Lage einige Zeit später. Da ist sie.
diese doofe Flasche in der Hand. So. Warte, ich mach mal... Achso, ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern. Ich wollte gerade eine alternative Realität erschaffen. Au. Ach so, er ist da hinten noch. Er so, hört auf, stopp ihn. Au. Okay. Das war ein Stun. Die Musik ist gut. Trefflich, an der Seite eines echten Hexers kämpfen zu dürfen. Du weißt wahrhaftig, das Schwert zu führen, mein Freund. Hattet ihr nicht eine Belohnung der Gilde erwähnt? Ha, keine Umschweife, was? Ein Profi durch und durch. Hier, dein Anteil. Bis auf den letzten Kopper, wie vereinbart. Wir nehmen uns ein paar silberne Schuppen und den Schwanz mit. Als Beweis für die Gilde. In Ordnung? Oh, ist die Musik gut. Und wir werden den Leuten von dir erzählen. Vor allem den Händlern. Dann kriegst du feine Preise. Danke. Leb wohl. A better love story than Twilight. Oh, ich möchte. Ach, nur wie er daneben sitzt! Meine arme Jokaste, grausam abgeschlachtet wie ein niederes Monster. Seht nur den edlen Herrn, wie er seine Eidechse nachheult. Lass ihn, Jamur. Du hast auch geheult, als dir die Wölfe deinen Hasso tot gebissen haben. Was willst du damit sagen? Dass wir wie diese Wölfe sind? Nein, Dummkopf. Das Monster war für ihn das, was dein Hasso für dich war. Sich einen Basilisken zu einem Schoßhund machen? Das hätte nie geklappt. Wie er mit dem Stock reinpiekst. Okay. So, laden. Das müsste der Safe sein, ne? Ja. Wir machen jetzt eine alternative Reality. Tod ist die arme Jocaste, kalt dein Herz, wenn ich es antaste. Eine Alternative Reality, in der Jocaste lebt. Okay. Weil an sich würde ich schon gerne ihre Mats haben. So. Das ist die falsche Taste. Ein Drache zum Schoß und also arg sagt er was anderes. So, jetzt können wir einmal hier schnell reinrennen. Das macht deine Taten auch nicht ungeschehen. So, ich überspringe das jetzt mal. So, ne, dann nennen wir uns einmal ganz kurz. Ich bin... Ja, komm. Geralt von Riva, wir haben gemeinsame Bekannte. Ein Prop, wir können... Meine... So, bis zu... Wir sollten den Basilisken nicht töten. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Oh, dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber... Hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat.
und ein Mann ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Macht's gut, Leute. Du hast Jocaste verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocaste gewiss erschlagen. So, sollen wir jetzt mal auf richtig White Knight gehen? Ich brauche nicht mehr Geld. Und jetzt gibt sie trotzdem. Ich glaube, wir White Knighten komplett und sagen einfach, ich brauche nicht mehr Geld, alles gut, Mate. Okay, wir White Knighten. Ich brauche nicht mehr. Gib es lieber den Familien der Opfer deines Haustierchens. Das ist edel von dir, Meister. So soll es sein. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. Verwesenes Fleisch. Ach, jetzt steht er hier und schreibt Kram nieder. Ja. Das war Jocaste. Und die Quest um sie herum. Ach, hier ist noch eine überfallene Karawane. Ja. Bisschen blutig hier. Die Kampfmusik war gut. Und die Musik, die darauf folgte, auch. Aber wir sind jetzt schon mehr als eine halbe Stunde hier. Wir werden beim nächsten Mal... Lass mich speichern. Danke. Wir werden beim nächsten Mal die Insel im Lac Xlavi, Lancel, wie auch immer, untersuchen und dann die Kameraaufträge erfüllen, ne, die wir hier noch auf der Weltkarte haben. Und dann würde ich beim nächsten Mal auch... das war hier... Das Spuren des Heiligen Majoran hatten wir hier. Lasse wie auch immer, genau. Werden dann noch einmal die... wie schimpft es sich? Die Wolfsrüstung als auch die Greifenrüstung zumindest auf meisterlich hochsetzen. Ne? Und ich hoffe, dass wir noch 2 Streams, also mindestens 8 Stunden rausbekommen. Dann kann ich nämlich nochmal 4 Stunden die anderen beiden zeigen. Vielleicht werde ich auch einfach ein kleines bisschen offscreen spielen, das kann ich aber nicht versprechen, dass ich halt in Novigrad und Wielen halt so ein bisschen der Fragezeichen abklapper, dass ich da vielleicht noch Geld rausbekomme oder sowas. Dass ich vielleicht es auch schaffe, alles auf Großmeisterrüstung hochzubekommen, aber das verspreche ich an dieser Stelle definitiv nicht. Das ist viel Aufwand und sehr teuer. Andere Frage, die ich habe, Charakter. Ich bräuchte noch 4 Fertigkeitspunkte. So. Gute Nacht, Dampfmammut.